Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass vielleicht auch ein paar Kinder hier im Kino sind heute Abend, aber ich glaube nicht. Denn nun folgende Film, naja doch, viele Kinder kennen den ja noch. Charlie Chaplin, ist euch das ein Begriff? Das ist ein Altsaxophon. Charlie Chaplin war sehr musikalisch. Der hat Cello gespielt und hat oft seine Lieder, die er im Film, eigentlich fast alle, selbst gespielt. Ne? Cello und Klavier und was weiß ich, was der alles gespielt hat. Und der nun folgende Film heißt Limelight. Und da ist eine Szene mit Buster Keaton. Also wenn das der Film ist, den ich auch schon mal gesehen habe, ich vertue mich da manchmal, weil ich nicht so gut Englisch kann. Aber wenn das der Film ist, dann lacht ihr euch sicher kaputt bei der Szene, wo Charlie Chaplin mit Buster Keaton zusammen auftritt auf einer Bühne. Der Buster Keaton spielt Flügel und der innen drin, die Innereien von dem Flügel. Ach komm, ich will da gar nicht so viel erzählen. Lasst euch überraschen, das ist eine sehr lustige Geschichte. Auf jeden Fall ist das ein Film, wo es ein unbedingtes Muss. Das ist was fürs Leben. Viel Spaß!